Herzlich willkommen zur Preisverleihung in der Kategorie Bester Nutzwert. Drei ganz außergewöhnliche Kalender stehen in dieser Kategorie auf der Shortlist. Deren Nutzwert so unterschiedlich ist wie auch ihre Gestaltung. Jeder Kalender für sich hat neben den Standards eines Kalenders wunderbare zusätzliche und eben nützliche Eigenschaften, die ich Ihnen ganz kurz erläutern möchte. Ich beginne mit dem Kalender der Schadenfreude. Alle Kinder. Veröffentlicht im Dumont Kalenderverlag. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass ein Kalender Leseförderung betreiben kann. Kaum ein Kind wird den bitterbösen Sprüchen widerstehen können. Auswendig lernen wird zum Muss, weiterdichten zum Familienspaß. Auf der Shortlist weiterhin steht der Spielbogenkalender. Ein Kalender mit historischen Spielbögen um 1900. Ein wunderbarer Schmuck an der Wand und mit einem wahnsinnigen Nutzwert, man kann spielen. Monat für Monat ein neuer Spielplan, der hinterher wunderbar in die Familiensammlung aufgeht. Als dritten Kalender in dieser Kategorie haben wir nominiert den Mitmach-Familienkalender. Eltern planen, Kinder wahlen aus dem Schaltzeitverlag. Wie schon der Untertitel verrät, ist der Zusatznutzen, dass die Kinder, während die Eltern an der Terminplanung sitzen, einfach Bilder malen können und die Termine somit auch mit dokumentieren können. Und jetzt kommt der spannende Augenblick. Welcher dieser drei Kalender ist der Sieger in der Kategorie Bester Nutzwert? In der Jury haben wir lang diskutiert und der Sieger ist der Spielbogenkalender aus dem Ackermann Verlag. Ich darf ganz herzlich gratulieren dem Ackermann Verlag und namentlich Frau Rosé und Frau Beider. Ich freue mich persönlich ganz sehr stark, dass dieser Kalender gewonnen hat, weil er meine Wand auf jeden Fall schmücken wird dieses Jahr und unsere Spielesammlung daheim wunderbar erweitern wird. Und ich habe noch einen ganz wichtigen Nutzwert vergessen dieses Kalenders. Er bringt einen zum Lachen. Lachen ist gesund und das brauchen wir ganz dringend in dieser Zeit.